Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die 3FA-Kriterien der Richtlinie 1.2 Zeitbasierte Medien der Web Content Accessibility Guidelines, kurz WCAG oder amerikanisch WCAG. Dieses Video ist eine Ergänzung zum separaten Video, das die Kriterien der Kategorien Einfach-A und Doppel-A der Richtlinie 1.2 erklärt. Das Video ist Teil der Reihe im REMAX-Channel WCAG 2.1 erklärt. Ich bin Gottfried Zimmermann vom Forschungsleuchtturm Responsive Media Experience der Hochschule der Medien in Stuttgart. Es gibt in WCAG 2.1 insgesamt 28 Erfolgskriterien der Stufe 3FA. Davon sind 5 neu zu WCAG 2.1 dazugekommen. Das Prinzip 1 ist überschrieben mit wahrnehmbar und lautet: Informationen und Benutzungsschnittstellen, Komponenten müssen so darstellbar sein, dass Benutzer sie wahrnehmen können. Und zum Prinzip 1 gehört die Richtlinie 1.2, zeitbasierte Medien. Diese lautet: Stellen Sie Alternativen für zeitbasierte Medien zur Verfügung. Es geht also um zeitbasierte Medien, das sind entweder Videos mit Video- und Audiospur, da reden wir einfach von Videos, oder es gibt reine Audio-Medien, das sind im Prinzip Audio-Clips oder Livestreams mit nur Audio, also auch Hörfunk, und es gibt reine Videos, das sind entweder Stummfilme oder Filme, die nur Begleitmusik haben, die aber keine bedeutungstragende Information enthalten. Das Erfolgskriterium 1.2.6 ist überschrieben mit Gebärdensprache aufgezeichnet und lautet: Übersetzung in Gebärdensprache wird für alle aufgezeichneten Audioinhalte in synchronisierten Medien bereitgestellt. Synchronisierte Medien sind jetzt eben Medien, die zeitbasiert sowohl Video als auch Audio enthalten, also umgangssprachlich Videos. Und dieses Kriterium ergänzt jetzt das Kriterium 1.2.2, wo es um Untertitel ging. Und wenn Sie 3FA-Level haben wollen, dann müssen Sie zusätzlich auch noch Gebärdensprache anbieten, synchronisiert zu dem Audioinhalt des Videos. Ein Beispiel hier: In Deutschland wird die Tagesschau auch mit Gebärdensprache ausgestrahlt, und zwar beim Kanal Phoenix. Und das geht dann so, dass man entweder Picture in Picture, also einen kleinen Ausschnitt, hier eine Gebärdensprache-Dolmetscher einblendet oder eben wie hier so ein bisschen größer. Man kann auch separat auf einem zweiten Bildschirm das anbieten, aber dann braucht man eben den entsprechenden Player, der das auch darstellen kann. Jetzt zum Erfolgskriterium 1.2.7, das ist überschrieben mit erweiterte Audiodeskription aufgezeichnet. Und es lautet: Wenn Pausen im Vordergrund-Audio nicht ausreichen, um es Audiodeskriptionen zu ermöglichen, den Sinn des Videos zu vermitteln, wird erweiterte Audiodeskription für alle aufgezeichneten Videoinhalte in synchronisierten Medien bereitgestellt. Also es geht auch hier um Videos. Und das ist jetzt eine Ergänzung zum Kriterium 1.2.5, wo Audiodeskription in seiner einfachen Form gefordert wird, nämlich ohne Pausen. Also alle Inhalte müssen irgendwo eingefügt werden, wo im Video gerade Pausen sind oder einfach keine gesprochene Information da ist, nur zum Beispiel Musik. Und für den Fall, dass man nicht genügend Zeit hat, die visuelle Information im Video zu beschreiben, also die Handlung und die Situationen, dann muss man jetzt unter 3FA eine sogenannte erweiterte Audiodeskription anfertigen, wo ein Video angehalten wird, damit genügend Zeit ist, auch die Situation zu beschreiben.
Das ist dann natürlich für Zuschauer, die sehen können, nicht mehr so prickelnd, wenn dann in einem spannenden Video einfach Pausen gemacht wird und das Bild zeitweise eingefroren wird. Aber wird für Dreifach A gefordert als weitere personalisierte Darstellung des Videos für Menschen mit Sehbehinderungen. Es gibt Player, die eben Audiodeskription und auch erweiterte Audiodeskription abspielen können. Ein Beispiel davon ist YouDescribe. Man kann hier Videos, die auf YouTube gespeichert sind, abspielen und dazu entweder sogenannte Inline-Audios einbetten. Das wären dann normale Audiodeskriptionen, wo die Audiospur des Videos parallel abgespielt wird. Oder Extended Audio einbetten und da an dieser Stelle wird dann das Video pausiert. Man hat also beides, Audiodeskription und erweiterte Audiodeskription. Es gibt auch andere Player, die das können. Wenn Ihr Player das nicht kann, zum Beispiel bei YouTube, dann müssen Sie eben eine separate Version des Videos dafür erstellen. Das Erfolgskriterium 1.2.8 heißt Medienalternative aufgezeichnet und lautet im Text: Eine Alternative für zeitbasierte Medien wird für alle aufgezeichneten synchronisierten Medien und für alle aufgezeichneten reinen Videomedien bereitgestellt. Also es geht um Nicht-Live-Inhalte, die aufgezeichnet wurden, und Videos und reine Videos. Also reine Audios sind jetzt hier ausgenommen. Und jetzt wird eine Medienalternative gefordert. Das heißt, es ist eine nicht synchronisierte Form der Beschreibung bereitzustellen. Und das ist für ein Video ein Transkript, im Prinzip ein Drehbuch, in dem erläutert wird, was gesprochen und wie gehandelt wird. Und das ist eben gut für Menschen, die länger Zeit brauchen, um die Information aufzunehmen. Für Menschen, für die die Abspielgeschwindigkeit des Videos zu schnell ist, um zu verstehen, was vor sich geht. Oder die einfach sowohl Audio als auch Video nicht wahrnehmen können, zum Beispiel für taubblinde Menschen. Für ein reines Video ist es auch ein Transkript und das ist dann eine Beschreibung des Videos in Textform, im Prinzip wie eine Audiodeskription, nur dass es nicht synchronisiert ist mit dem Ablauf des Videos. Man kann es also unabhängig von der Ablaufgeschwindigkeit des Videos selbstständig lesen. Dieses Kriterium ergänzt jetzt die Kriterien 1.2.3. Das hieße Audiodeskription oder Medienalternative aufgezeichnet. Und das fordert eben entweder eine Audiodeskription oder ein solches Transkript, wenn man einfach A haben möchte, also den einfachsten Level. Und es ergänzt auch das Kriterium 1.2.5. Doppel-A, Audiodeskription aufgezeichnet, wo also jetzt eine Audiodeskription, also eine synchronisierte Form der Beschreibung des visuellen Inhalts verlangt wird. Es wird jetzt ergänzend zu der Audiodeskription auch noch ein Transkript gefordert, wenn man Level 3a haben möchte. Und das letzte Erfolgskriterium unter der Richtlinie 1.2. Das ist das Kriterium 1.2.9 und hat den Titel Reiner Audioinhalt live. Es geht jetzt also um live übertragene Audioinhalte, also im Prinzip ein Live-Podcast oder eine Live-Sendung, Audio oder Hörfunk. Eine Alternative für zeitbasierte Medien, die äquivalente Informationen für live übertragenen reinen Audioinhalt darstellt, wird bereitgestellt. Also man braucht einen Schriftdolmetscher. Das sind im Prinzip Untertitel, nur als fortlaufender Text.
Eine Schriftdolmetschung bei Events gibt es in manchen Fällen. Quasi eine Live-Untertitelung. Hier zum Beispiel beim M-Enabling Forum Europe in Düsseldorf im September 2019. Die Sprecherin rechts sprach auf Englisch. Das wird dann auch angezeigt über ihr auf der Leinwand. Und das scrollt dann einfach hoch, wenn neuer Text entsteht. Links gibt es das Gleiche übersetzt ins Deutsche. Es hat ja also auch eine Übersetzung stattgefunden, was jetzt aber über dieses Kriterium von WCAG hinausgeht. Und in der Mitte das Logo des Dienstleisters für diese Live-Untertitel Eve und ein QR-Code, mit dem Teilnehmer direkt die Texte auf ihr Smartphone holen können. Wenn wir uns einmal die Maßnahmen für Multimedia anschauen, im Zusammenhang als Zusammenfassung der Richtlinie 1.2, dann können wir unterscheiden zwischen aufgezeichneten Medien und Live-Medien und dann jeweils unterschieden reines Audio, also nur hören, reines Video, Stummfilme oder Hintergrundmusik und Video plus Audio, so wie wir es typischerweise als Video kennen. Wenn wir das der Reihe einmal nach durchgehen, dann gibt es für jedes dieser Medien alternative Formen, zum Beispiel ein Transkript anzufertigen, also asynchron, eine Hörversion anzufertigen, auch asynchron, nicht zeitlich gebunden an das Video, oder Untertitel oder Schriftdolmetscher, das wäre eine synchrone Form, Gebärdensprache. Synchron oder Audiodeskription auch synchron. Erweiterte Audiodeskription ist auch synchron mit eventuellen Pausen. Und jetzt noch eine andere Sache aus dem Kriterium 1.4.7, dass man bei einem Video eine Version braucht, die entweder ohne oder nur mit leiser Hintergrundmusik läuft. Gehen wir das der Reihe nach durch. Bei reinem Audio aufgezeichnet ist zunächst verlangt, dass es ein Transkript gibt. Das ist schon unter einfach A verlangt und dann nochmal unter dreifach A. Und man hat hier die Wahl zwischen Transkript und Untertitel, wenn man nur einfach A sein will. Aber wenn man dreifach A genügen will, dann muss man eben ein Transkript haben für reines Audio und zusätzlich eine Version mit leiser oder ohne Hintergrundmusik. Bei reinem Video, das aufgezeichnet ist, gibt es nur einfach A-Kriterien und da hat man die Wahl zwischen Transkript, Hörversion oder Audiodeskription. Bei Video und Audio, das aufgezeichnet ist, muss man, wenn man dreifach A-konform sein will, ein Transkript anfertigen, außerdem Untertitel bereitstellen, Gebärdensprache bereitstellen, synchron, eine Audiodeskription anfertigen, also ohne Pausen und zusätzlich, falls nötig, falls der Informationsgehalt das erfordert, auch eine Audiodeskription in erweiterter Form, also mit Pausen. Bei den Live-Medien gibt es wesentlich weniger Vorschriften. Wenn man reines Audio live streamt, dann muss man ein Transkript, also eine asynchrone Form, bereitstellen. Das läuft dann so durch, wie bei diesem Event in Düsseldorf. Bei reinem Video, das live übertragen wird, gibt es gar keine Anforderungen. Und bei Video und Audio, das live übertragen wird, müssen Untertitel in synchroner Form gesendet werden oder angezeigt werden wie ein Schriftdolmetscher. Das waren die Dreifach-A-Kriterien der Richtlinie 1.2, zeitbasierte Medien, aus der Reihe REMEX Channel WCAG 2.1 erklärt von Gottfried Zimmermann, Hochschule der Medien Stuttgart. Weitere Informationen zu dieser Reihe und den anderen WCAG 2.1 Richtlinien finden Sie unter https://www.wcag.de/2.1/2.2/2.1.
gpii.eu/WCAG21 erklärt mit AE. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dürfen Sie es gerne weitergeben und für Ihre eigene Arbeit verwenden. Dieses Video wurde unter der Creative Commons by Attribution 4.0 Lizenz veröffentlicht. Es darf zu beliebigen Zwecken kopiert, verändert und weitergegeben werden. Kopien müssen den Namen und die Institution des Autors enthalten. Veränderungen am Original müssen gekennzeichnet werden.